USB-Stick geklaut. Das ist, als ob da die Polizei nicht sagt, so die Polizei nichts Besseres zu tun hat. Wahrscheinlich in Haven zumindest nicht, aber wahrscheinlich habe ich nichts Besseres zu tun, aber so die Polizei da nicht. Es ist hier, das ist Logik. Logik in Videospielen. Als ob die Polizei nichts Besseres zu tun hat, als wegen dem USB-Stick zu ermitteln. Also wenn du in Realität zur Polizei gehst und denen sagst, jemand hat mir einen USB-Stick geklaut, dann zeigen die einen Vogel und sagen dir, ja, das ist, geh zum Supermarkt, kauf dir einen neuen. Das ist, je nach Größe kostet der, wenn du einen kleineren haben willst, gibt es den sogar schon unter 10 Euro. Fahr weiter. Ich hab die Beweise. Direkt hier. Es macht keinen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Hör mal, was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Stellenzeichen. Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick Helfen. beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Ist Typhon so. bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Es ist ein verfickter USB-Stick. Typhon bestohlen. Typhon. Die Minenbauwerkzeuge, das ist. Da. Die Minenfirma, die Multimilliarden, das ist ein Multimilliardenunternehmen wahrscheinlich, das kann sich einen USB-Stick nicht leisten. Das ist verklagten einzelnes Mädchen wegen dem USB-Stick. Sag mal, das ist. Dass das irgendeinen Bestand hat. Weil man vor Gericht ging damit. Das ist. Der Richter wird sich den Kopf fassen und sagen. Ja. Mädel, du bist darauf verklagt, denen das Geld zurückzugeben. Hier, gib denen den 20er. Das ist. Was ist denn, ich meine, selbst wenn? Ihr habt dann 20. Oh Gott, ist das lächerlich. Ich habe dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht, aber das tut es. Abgesehen davon ist Alex, der dir ist wohl nicht Tatbestand. klar, was das zu bedeuten hat. Tatbestand Doch, sogar Diebstahl. sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Doch, Gefängnis. ein USB-Stick klauen ist ein Kavaliersdelikt. Scheiße. Das ist eine Wichtigkeit. Willst du mir sagen, dass ich im Gefängnis lande? Für den USB-Stick. Für 5 bis 10 Jahre? Das ist nicht Deutschland, das ist die USA. Das ist so. Ja, Deutschland würde ich sagen, ja, Aber okay. du hast noch mal Glück gehabt. Da kommst du Ich auch wegen habe dem mit ihr geredet und obwohl Schwarzfahren, sie wütend auf dich ist, ist sie Straßenkrebs, bereit, aber es auf sich beruhen zu lassen. am Arsch. Die Stick. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, Nee, Dreck werde erhebt ich. Typhon keine Anklage. Soll die klagen? Ich gehe vor Gericht. Warum der Deal? Ich verklag mich wegen dem USB-Stick. Das ist so ein Witz. Warum macht sie sowas? Sie will nur, dass das Ganze vorbei ist. Ein Und so sorgst du Scheißdreck, kann ich dafür. unterschreiben. Alter, Einen steckt Scheiß sein mache ich. Ernst drin. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen Mach begraben. deine Arbeit Etwas richtig, so groß ist, dass sie Polizist. Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Mit Angst Was vor meinst du Typhon. mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, Schau den unangekündigt, verdammten Stick die zur an. selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier.
Es macht keinen Unterschied. Doch, macht Alex, es. Bitte, komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine Wahl. Ich sagte nein. Nein, ich ist keine Wahl. Option. Doch. Steckt die Zelle sonst wohin? Wovor hast du solche Angst? Oh Gott, dieses Spiel. Schau es dir an. Nee. Steckt es sonst wohin? Was könnte in dem Umschlag sein? Schau mir den Umschlag nicht an. Alter, steckt dir sonst wo rein? Kalk ist echt durch den Wind. Alter. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Kalk ist echt durch den Wind. Ja, gut, habe ich gesehen. Alex, bitte. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Dann hilf mir doch, verdammt. Was sollen wir machen? Muss die Scheiße jetzt hier angucken oder was? Das ändert nichts. Ein Deal. Der gleiche wie bei Charlotte. Was willst du, dass ich das hier lese oder was? Sehr schön. Der mich ausspioniert, ja, sehr schön. Das juckt jetzt wen genau? Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Das wusste ich auch schon längst. Hä? Das Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen. Ich wegen eine Armee aus Anwälten. Und wer weiß, wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen. Ich weiß nicht. Ich wollte nur die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Mal Sammelklage rein. Wozu Typhon fähig ist. Eine Kampagne. Jede Firma kriegt mal Scheiße. Klein. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Es ist möglich. Sie sind zu groß. Zu vernetzt, zu skrupellos. Schau wie Abgasskandal. Schau es dir an. Es ist. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Es gibt Beweise, es gibt Beispiele, aber dass wenn das funktioniert ihm seine hat. Angst nehmen kann. Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Fuck. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Bringst du überhaupt kein Leben in Gefahr? Ist das Gierenpikes Angst zu nehmen, Typhons und Dinge unterschreiben? How about no? How about nichts von beidem? Wer ist mit aufstehen und aus dem scheiß Raum rausgehen und... Was soll er mir Handschellen anlegen und mich fesseln? Wegen USB-Stick? Dann sehen wir uns... Dann sehen wir uns vom Gericht wieder, wie ich den Polizisten verklage. Wo man mich wegen der... Wenn sie in einer Party festhält. Ach, was soll's? Ich will den Scheiß nicht unterschreiben. Das ist der letzte, was du. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Gabe, Mac, Alex, wer ist als nächstes dran? Scheiße. Zerknüllst und Scheiße. Scheiße. Den Kopf ein Idiot. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich. Ich weiß, du hast Angst. Ich auch. Wow. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß, zu unbesiegbar. Dafür musst du jetzt die Gedanken lesen. Es stimmt nicht. Jetzt nicht gekonnt. Ich mach sie fertig.
Ich brauche nur deine Hilfe. Wenn nicht für mich, dann für Gabe. Bitte. Fuck. Ich denk darüber nach. Danke. Komm jetzt, hau ab. Wirklich? Alex. Pass bitte auf. Diese Szene ist so unlogisch blöd geschrieben und... Ach, Mann. Da gab es bessere Szenen in Life is Strange 2 mit den Polizisten. Da gab es auch eine Verhörszene. War auch ein bisschen blöd, aber... Die war glaubwürdiger. Die war... Die war nicht so ein Schwachsinn. Ganz ehrlich, was will Typhon machen? Wollen die eine Bombe an die Tür festschnallen? Alles alter Schwede. Komm vorbei, wenn du Zeit hast, Chat. Taverne Blade Lantern. Es gibt meine Kurbelgebühr. Was wollen die machen? Wollen die der die Bude in die Luft sprengen oder? Meines Zeug haben sie dafür. Diese Fotos. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn... Die scheiß Fotos habe ich mir nicht angeguckt. Hätte ich mal gar keine Panik vor. Was wollen sie machen? Noch jemanden umbringen. Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jet rede. Zuerst muss ich diese Klamotten loswerden. Ist dieses verdammte Fest jetzt versaut? Die ganze verdammte Sache jetzt hier mit dem... Schön, dass Ducky eine tolle Nacht hatte. Er hat's verdient. So, schlussendlich doch ein grandioses Frühlingsfest. So toll, dich dieses Jahr auf dem Fest zu sehen, Duck. Ist eindeutig eine Zeit für neue Anfänger. Es ist die richtige Anstellung, Ducky. Es war auch für mich etwas Besonderes, Steph. Lass dir das Eis schmecken. Das Frühlingsfest ist leider vorbei, aber der Spaß geht weiter. Bei Lawinen-Eiscreme. Teilt eure liebste Erinnerung vom Fest in den Kommentaren und ihr bekommt eine Kugel umsonst. Mir hat gefallen, wie Josh sich die Schnute am Chili verbrannt hat. Mir nicht. Hol die besser schnell eine Kugel gegen die Verbrennung. Die Musik, ganz klar. Uns hat das Set auch gefallen, eine gratis Kugel. Ich habe endlich Rückgrat gezeigt und einem ganz besonderen Mädchen gesagt, wie besonders sie ist. Und der gruseligste Teil war nicht, es ihr zu sagen, sondern zu erkennen, wie blöd ich war, so lange gewartet zu haben. Verdammt, ich denke, damit hast du dir zwei Kugeln verdient. Hurra. Lebensbrings. Ja, meine Fresse. Es war wohl nicht alles schlecht an diesem Abend. Dieser Abend wurde so scheiße unterbrochen. Diese unlogischen Scheißszene.
Ich könnte aber auch jetzt mit Jed reden. Ich sehe besser aus, als ich mich fühle. Na, dann reden wir mal mit Jed. Hey, Jed. Da ist sie ja. Setz dich. Etwas sagt mir, dass dein Frühlingsfest aufregender war, als du es dir erhofft hattest. Du sahst, wie Pike mich verhaftet hat. Aber wie es aussieht, hat er dich gehen lassen. Dann ist da noch die Sache mit Ryan und Steph heute. Ich war mir nicht sicher, warum es euch drei brauchte, um Dianes Bestellung aufzunehmen. Kann ich nicht dabei. Hätte mich nicht dabei halten können. Ich weiß, du bist es gewohnt, dich um dich selbst zu kümmern. Gebe auch so. Aber Haven ist eine Gemeinschaft. Wir helfen einander. Ich will dir helfen. Aber erst musst du mir sagen, was vor sich geht. Scheiß drauf. Was habe ich zu verlieren? Vor sich geht wo? Ich habe Beweisen nachgejagt, dass Typhon für Gabes Tod verantwortlich war. Und ich weiß, dass sie etwas begraben haben. Ein Geheimnis. Und jetzt bedrohen sie mich. Und auch Steph. Und Ryan. Bedrohen euch? Wie? Pike zeigte mir Fotos. Typhon beobachtet uns. Ich gebe nicht auf, Jed. Nie im Leben. Ich weiß, was sie verbergen. Aha. Bitte. Warte. Sagst du mir gerade, dass du wusstest, dass Typhon korrupt ist? Die ganze Zeit über? Typhon ist der Teufel, der diese Stadt im Griff hat. Ich muss schon zu lange mit ihren Geheimnissen leben. Ich weiß, was sie in den Bergen vergraben haben. Sag's mir. Weißt du was? Ich zeig's dir. Da, weiter oben. Wo sind wir? Mitten im Nirgendwo. 2 Kilometer in die Richtung habt ihr nach Ethan gesucht. Und dort, 5 Kilometer entfernt, liegt die Stadt. Was ist das hier? Ein Belüftungsschacht. Die gibt's hier überall. Minen wachsen in andere hinein und bilden so ein Labyrinth. Ich geh nicht zu nah dran. Das, wonach du suchst, ist da unten. Jed? Warum bist du traurig?
Deswegen. Tut mir leid, Kleis. Der miese Verräter. Jed? Was machst du da? Ich habe versucht, es dir auszureden, dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Die ganze Zeit. Vor 12 Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Gut, das war nicht gerade die beste Idee. Nichts rückgängig zu machen. Errungenschaft. Bauen. Was? In das Kapitel ist. Willst du mich verarschen, Spiel? Pack hat Alex gehen lassen, nachdem sie ihm seine Angst nahm. Ja, diese Entscheidung war sowieso scheiße. Pack hat Alex überzeugt, helfen Free David. Zu unterschreiben, 27% haben es gemacht, was ist los mit euch? Der hat ja nichts in der Hand. Och, verdammt, das habe ich wirklich verkackt hier. Alex hat Wein gegeben, Alex hat Steph, ich kann auch nicht mehr lesen. Spät. Jetzt hat Steph ihre Rose gegeben. Es hat niemand in der Hose gegeben, ich habe sie verpennt. Alex hatte einen schönen Moment im Lagerfeuer. 60% Jung. Alex hat nicht auf der Couch gesessen. Okay. Er hat sich Zeit zum Überlegen genommen, bevor sie Jet sprach. Oh, okay. Steph und Alex planten nach Berlin zu ziehen, haben 24%. Steph und Alex planten nach Salem zu ziehen, 22%, 21% haben Steph und Alex überlegt, ans Meer zu ziehen. Haben sie nicht auf dem Dach getroffen. Das war sogar die Mehrheit hat sie nicht auf dem Dach getroffen. Okay. Steph und Alex haben sich plus 63%, sehr gut. Nicht auf dem Dach getroffen. Wie das denn bitte? Mein hat Alex nicht auf dem Dach getroffen. Man hätte doch ihn auf dem Dach treffen können, oder was? Mein und Alex haben darüber nachgedacht, wie sie im Plattenladen arbeitet. Mein und Alex haben darüber nachgedacht, wie sie in der Clinton arbeitet. Mein und Alex haben sich geküsst. Mein und Alex haben sich umarmt. Okay, das wäre der alternative Weg gegangen, wenn wir... Es gab mehrere Stellen, wo wir schon so ein bisschen mit Alex, mit Steph geflirtet haben, wo wir so ein bisschen da schon in die Richtung gegangen sind. Wenn wir da mehr auf den Weinweg gegangen wären, dann hätten wir hier wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, auf dem Dach mit ihm zu knutschen. Alex und Charlotte haben einen bittersüßen Moment mit dem Fest geteilt. Charlotte fühlte sich merkwürdig gleichgültig auf dem Fest. Okay. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun. Das habe ich ja relativ geskippt, weil ich auf die Party zurück wollte. Das habe ich auch ein bisschen bereut. Aber gut. Wendy ist aufs College gegangen, 19%. Okay. Es hat Riley nicht gefunden, 52%. Okay, man hätte ja nur die Straße lang gehen müssen und dann dort. Über die Brücke.
mal kurz zum Fest weg und bis in die Stadt zu einem Abend erkunden. Es hat die Kraft nicht auf Daki angewandt, okay. 15% haben Daki jetzt nach dem Tanz mit Alex noch fest teilgenommen. Das finde ich gut, dass wir den geschafft haben zu überreden. Okay, Chili-Bohnen sind haben wir geholfen. Ich hat dem Dana-Käufer mit seinem Maybach-Bus geholfen. Okay, die meisten haben mit ihm nicht geredet. Okay. Ich hätte die 2 Freunde zusammengebracht. Ja, das fand ich gut. Das war höchste Eiszeit. So, haben wir es mal wieder durch. Ja, war auch insgesamt, auch wenn die letzte Szene jetzt hier, die vorletzte Szene im Polizei auf Revier und jetzt hier, vor allem ist die letzte Szene mit dem wortwörtlichen Cliffhanger. Oha. Gut, aber machen wir mal weiter. Ich kann es gar nicht erwarten, zu sehen, wie es weitergeht. Im nächsten Kapitel. Im freien Fall. Kapitel 5, Seite B. Willkommen zurück, Alex. Bitte Willst du über was? deine Zeit in Colorado sprechen? Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Ist doch hoffentlich nur eine Fantasie. Ich dachte, ich hätte gelernt, was es bedeutet, einen Ort zu meinem Zuhause zu machen. Das hat sich sicher sehr gut angefühlt. Lass uns darüber sprechen, wie es war, als du herausgefunden hast, dass du falsch lagst. Bitte was? Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen. Warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast ein hübsches Mädchen geküsst. Aber Alex, jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Nein, ich gehöre nicht hierher. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. Okay, jetzt wird's creepy. Turns into a horror movie. What the fuck? Or game. Sehe ich so aus? Wirklich? Bisschen. Atlanta. Hey, meine Gitarre. Klopf, klopf. Die gehören nicht, Dr. Lin. Das ist ein Wirbel. Können wir wahrscheinlich aus dem Bild rausnehmen. Natürlich. Das ist lustig.
nicht nur, was das Beste für dich ist.